Anfahrer mit dabei, sorgt dafür, dass die Alster hier in Hamburg hervorragende Wasserqualität hat. Nicht täuschen lassen, das ist das Video über die olympische Distanz, also es sind nicht 1500, also die Lap 2, die zweite Schwimmrunde, die dann wieder mit einem Sprung ins Wasser beginnt. Und heute die Schwimmzeiten, die wir erwarten, so um die 9 Minuten für die 750. Wir freuen uns auf ein unglaubliches Rennen im heutigen Tage. Da sehen wir es. Jan bereitet seinen. So, und dann führen wir on the start line at the pontoon. It's our pleasure to welcome Laureen Burnett, being the Secretary General of the ITU. And especially Laureen, we brought the sun out for you. Perfect conditions, unglaublich. Vielleicht ein bisschen windig momentan, aber wir sind ja schon froh, wenn wir im Sommer überhaupt die Sonne zu Gesicht bekommen. 17,3 Grad warm ist. Anfang an dafür gesorgt haben, dass wir wirklich saubere Bedingungen haben. Es sind nicht nur die sauberen Bedingungen nach der EU-Badeverordnung, sondern die ITU setzt noch einen drauf und hat die höchsten Kategorien. Das heißt, dieses Wasser wurde in den letzten Monaten. Das macht natürlich auch für alle Trainer und Coaches, die in den letzten Wochen. Second in the world, bronze medalist in Madrid this year, Dimitri Polanski. Number three from Switzerland, fourth in the world, silver medalist of the ITU World Triathlon in San Diego this year, bronze medalist of the Athens Olympic Games, Sven Rieder. Number five from Germany, eighth in the world, winner in Sydney this year, aus Deutschland, Stefan Justus. The world, the 2006 world champion, Tim Dodd. Number 7, from number 19, from the United States of America, Matt Ribble. Number 20, from Great Britain, silver medalist here last year, William Black. Number 21, aus Deutschland, Jonathan Zinn. Number 22, aus Deutschland, Christian Brockner. Number
John Frost, Lorien Raphael, number 24 from New Zealand, Mark Ellis, number 56 from Great Britain, Adam Bowden, number 25 from Colombia, Carlos Lamasha, Ivo Molanzi, number 33 from Belgium, Peter Bruce, number 34 from United States, Gregory Mulligan, number 35, Al Tarka, Frank Leschke, number 36 from Belgium, Timo Tupila, number 37, Al Tarka, Olympia Liga 2000, Jan Sonino, number 38, Aaron Roy, number 39, the Czech Republic. Second world, Richard Murray, the man's field. This is my friend. On your mark. Here we go! The last race for the Olympic Games is on fire! 61 Minuten, jetzt ist es gestartet! Das letzte Rennen vor Olympia! 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer die Radstrecke! Plus der Abschluss für 5 Kilometer Lauf! In die gelbe Folie, die da unten zu sehen sind, die gelben. Das ist hier eine Also, selbst Lichter sind drin und jetzt geht's aus den Tunnel raus und Hamburg brennt lichterloh! Und ich sage euch, das wird jetzt verdammt schnell zur Sache gehen.
sind die Verfolger unterwegs, jetzt läuft die Zeit, 5 Sekunden sind vergangen. Wir gehen als Erster auf der Wechselzone hinaus. Es wird das Rennen für Australier. Es geht hinaus mit Anno und Kulotschi, Dan Wilson und Knut Jetkinson. Und wir sind Sebastian und Stefan Wüste, Jan Bonino, Mike Petzold, Hans der Deutsche Meister. Also alle 7 Jungs in dieser Gruppe. Spannend. Wer geht als Erster raus? Franz Löschke. Und jetzt ist es eröffnet. Das Rennen der Rennen. Mike Petzold auf der linken Seite. Jan Bonino. Chris Nobel. Jetzt hinfalls im Ziel. Und das wird keine Jagd. Natürlich die Daumen drücken. Es ist momentan der einzige deutsche Triathlet in der sogenannten Gold Group der ITU. Das sind Ambassadors, Botschafter für diesen Sport. Es wird ein Sprintfinale. Das können wir euch jetzt schon sagen. Richard Murray! What a performance! Unglaublich! 300 Meter vor dem Ziel wird der Sprint angezogen vom Südafrikaner. Here we go, the greatest moment in an athlete's career. Was hat der für eine Power? Richard Murray gewinnt den ersten Dextone Energy WTS in Hamburg. Here is your champion! From the Republic of South Africa, Richard Murray! Ein Zielzeiter, Christian Brauchner sprintet 51 Minuten und 48 Sekunden die Siegerzeit für den Mann aus Südafrika mit einem riesen Applaus. Richard Murray gewinnt den Dextone Energy World Triathlon in Hamburg 2012. Eine Goldmedaille gewinnen können. Anne ist noch ein Mountainbiker. Und Jan Bonino, alles gegeben, einen riesen Applaus für den Olympiasieger des Jahres 2008. Sebastian Rang, einen riesen Applaus, sensationelle Mannschaftsleistung. Ja, auf jeden Fall, wie ich gerade schon erwähnt habe, 5 deutsche Männer unter den besten 16, also besser hätten wir es eigentlich nicht haben können. Die 5 für Mike Petzold! Damit kann man sagen, die Jungs sind topfit. Ja, also gerade Mike und Steffen haben heute absolut bewiesen, dass sie jetzt schon in Topform sind. Auch Jan hat sich wunderbar zurückgekämpft. Also ich denke, wir können uns alle auf London freuen. Katrin, dir herzlichen Dank. Hast du super gemacht. Und wir wünschen mir und den Rest der deutschen Nationalmannschaft den... Also vielen Dank an Katrin Müller. Und damit bringen wir erst einmal die anderen noch hinein ins Richtung Ziel. Hamburg feiert die Helden. This Dextone Energy. World Triathlon Hamburg, presented by Hamburg Wasser.